günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. 3, 2, 1, ab geht's, Alter. Junge Leute, das müsst ihr euch mal geben. Ein 100%iges Icon Pack. Wie heftig ist das? Junge, come on, Alter. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es ist soweit, Leute. EA hat ein 100%iges Icon Pack rausgebracht. Und das werdet ihr gleich im Video sehen, Leute. Wenn ihr das Ganze öfter sehen wollt und ich noch mehr von diesen 100%igen Icon Packs für euch machen soll, Leute, dann smasht jetzt einfach den Like-Button. Ich würde sagen, wenn wir die 3333 Likes packen, dann weiß ich Bescheid. Und dann werde ich noch weitere Packs davon für euch machen. Und jetzt alle mal Hashtag Icon in die Kommentare. Bleibt also bis zum Schluss dran. Es wird gleich eine Icon geben. Vorher haben wir noch die Packs, die Foot Champions Rewards von Ideals geöffnet. Danke nochmal an dich, Bro. Check natürlich Ideals aus. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und check jetzt nochmal meinen Shop aus. Denn ab jetzt, wo ihr das Video seht, gibt es in meinem Shop eine kleine Osteraktion. Und zwar gibt es zwei neue Nice Hoodies. Die seht ihr hier mal kurz eingeblendet. Ich muss sagen, ich finde das neue Nice Design absolut geil. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Wenn ihr darauf Bock habt, checkt jetzt gerne meinen Shop aus. Link ist, wie gesagt, oben in der Beschreibung. Und ich habe noch ein kleines Special für euch. Und zwar, ihr wisst es, wie immer, gibt es zu jeder Bestellung natürlich eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben dazu. Aber als Osterspecial gibt es jetzt noch gratis eine limitierte goldene Nice-Tasse zu jedem Hoodie dazu. Also wenn ihr euch einen Hoodie holt, entweder die neuen Nice Hoodies oder die alten hier im orangenen Design, in blau, in grün oder in rot, gibt es, wie gesagt, eine Autogrammkarte und die goldene limitierte Nice-Tasse gratis dazu. Falls ihr Bock habt, checkt jetzt gerne meinen Shop aus. Link ist oben in der Videobeschreibung. Danke für eure Unterstützung. Wir starten ins Pack, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. 100%iges Icon-Pack. Und normal, ab geht's. Ab geht es, Leute. Wir sind auf dem Account von Ideals. 100 K-Packs und 3 Inform-Packs. 2 Stück. Checkt natürlich gerne Ideals aus. Ihr wisst Bescheid. Link zu seinem YouTube-Kanal und Twitch ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Wird am Wochenende, denke ich, auch wieder die Weekend League Stream, also immer mal gerne am Wochenende vorbeischauen. Keine Path to Glory. Come on, Walkout. Slowenien, Torwart. Nee, ZM. Es müsste Hamšík sein. Okay. Geht klar, Leute. 87er Hamšík. Erster Walkout ist am Start. Ja, okay, Slowenien wäre geiler gewesen. Obwohl, eigentlich nicht. Obwohl doch wahrscheinlich Oblak wäre oder beziehungsweise auch Handanovic. Die wären beide 88er rated gewesen. Wären wahrscheinlich sogar noch mehr wert gewesen als Marek Hamšík, aber solange es ein Walkout ist, ist in Ordnung, Leute. Hamšík geht klar. Nehmen wir natürlich gerne mit und wir schauen mal, was jetzt noch dahinter ist. Leute. Gucken wir mal. Let's go. Komm mal, hau bitte noch irgendwie vielleicht 2 Walkouts in einem Pack. Wäre natürlich absolut genial. What the fuck? Okay. Was ist denn das denn? Obwohl, warte, vielleicht du die Karte. Hat Hamšík schon. Okay, wir schauen mal. Boah, paar 83er wenigstens. Wie viel ist Hamšík wert? Ja, 18.000 wird geboten. Ich glaube, so knapp 30.000. Ja, knapp 30. Ja, 29k. Geht klar, ist in Ordnung. Kann man mal machen, Leute. Kann man mal machen. Wir packen mal alles auf die Transferliste. Beziehungsweise die guten Spieler hier ab 80 kommen auf die Transferliste. Rest stoßen wir ab. Ist eh unnötig, der Rest. Weg damit. Okay, also erst 100 K-Pack. Naja, war okay, aber geht besser. Wir kommen zum ersten 3 Info-Pack. Come on, Argentinien, Digga. Wer ist Paolo Dybala, Leute? Bitte hau Dybala raus. Come on, Paolo Dybala. Torwart. Das müsste auch wieder, jawohl, Tschech sein. Nächster Walkout, 87 sogar. Stimmt, der normale ist ja 86. Nice, Alter, für 3 Info-Pack. Geht das in Ordnung? Tschech mit seiner Mütze hier am Start. Hashtag Mütze in die Kommentare. Beziehungsweise ist ja keine Mütze, ist ja ein Helm. Hashtag Helm hier. Helmpeter lässt grüßen. Okay, also 87er Tschech ist in Ordnung vom Ding her. Könnte da sogar jetzt noch vielleicht der ein oder andere Walkout dahinter sein. Ribéry zum Beispiel. Nee, Ribéry hat auch 87. Ja, das könnte noch dahinter sein. Was gibt's noch? Ich weiß gar nicht, Leute. Keine Ahnung. Was soll's? Wir schauen einfach mal, Leute. Come on, ab geht's. Raus. Kommt noch ein anderer Walkout? Boah, 2 Walkouts! Junge, Ogier, Tar und Tschech! Heftiges Pack, Mann, okay! Ogier könnte was wert sein! Der ist 100k wert, nice! What, 300k? Ja, macht einer Coins drüber, glaube ich. Okay, ich wollte schon sagen, 300k, das kann nicht sein. Okay, 100k ist in Ordnung. Ja, Tar müsste eigentlich auch was wert sein, oder? 84er in Form. Schauen wir mal. Der ist 30k wert. Naja, okay, aber Aurier plus Tar sind wir schon mal bei 130k. Ich muss sagen, dieses Team auf Dewey ist echt gut und Tschech ist, sagen wir mal, 60 bis 70k. Da sagen wir mal zusammen alle drei 200.000 Münzen.
Das geht in Ordnung, Alter. Für ein Dreier-Pack ist das auf jeden Fall heftig. Wäre Aurier jetzt nicht am Start gewesen, wäre das Pack natürlich auch nicht so geil gewesen. Aber, ja, das kann man mal machen, Leute. Gutes Pack, alles auf die Transferliste. Ich hoffe mal, das zweite 3-Info-Pack wird gleich genauso gut. Wir kommen erstmal zum zweiten 100k-Pack. Komm und hau mal eine Hashtag-Icon raus, Leute. Hashtag-Icon in die Kommentare, dann wird's eine Icon. Weil ich es nicht geschrieben habe, Leute. Ihr wart zu langsam. Come on, Schweiz, ist gleich schon in den Zwergen. Oh, komm. Oh, Birki. Denn scheiß Ernst, Mann. 84er Birki. Wenn man schon Schweiz sieht, weiß man schon. Okay, das wird nichts, Leute. Das wird heute hier an der Stelle gar nichts werden. 84er Rated Birki. Naja, okay, wenigstens High Rated. Mann, 85er Plus-Spieler drin. Also hier hinten waren noch ein paar, ich würde schon sagen. Oh, Radetzky schon wieder, war in jedem Pack am Start. Und natürlich, wie immer, Leute, wie in jedem Pack, Harit, der Typ ist immer am Start, Leute, in jedem Pack und Pogba, hier aber der Bruder leider nur. Okay, Rest stoßen wir ab, dann kommen wir noch zum zweiten 3-In vom Set. Okay, komm jetzt nochmal genauso ein gutes Pack wie gerade, dann bin ich echt zufrieden, Mann, weil das war echt heftig gerade. 200.000 Münzen aus dem Dreierpack, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt vielleicht nochmal, let's go. Oder halt Paulo Dybala direkt, würde mich natürlich auch freuen. Dybala würde ich auch nehmen, Leute. Habe ich eigentlich auch kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Wenn es jetzt hier Paolo Dybala wird, Slowenien, ZIV, na, das ist dieser, wie heißt der, Skripina oder so? Skrinja, scheiße, Mann, 83er. Okay, das sind die klassischen 3-Info-Packs. So sehen die eigentlich mal aus. Und nicht so wie gerade eben, Alter, kacke, Mann. Okay, Skrinja, das war echt Katastrophe, der Typ ist 20k, das weiß ich. Und da war wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr Gutes drin, oder? Schauen wir mal, Player. Eigentlich gute Werte, aber er wird auch nichts wert sein. Gut. Naja, okay, das war ein Brokes-Pack. Aber ich würde sagen, wir haben so 350 bis 400k aus diesen Elite Rewards gemacht. Und das geht in Ordnung, Mann. Man kann natürlich jetzt auch nicht immer hier Dybala erwarten oder was weiß ich. Von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden, Leute, mit diesen Elite 1 Rewards. Und ja, ich denke mal, IGS wird auch zufrieden sein. So, wir machen jetzt das 100%ige Icon-Pack. Eine Challenge, und zwar die schwierigste, die 85er-Challenge, habe ich jetzt schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die 84er und die 83er-Challenge abschließen. Jetzt machen wir erstmal die 84er. Ihr seht es, hier ist das Team, das ich dafür abgeben werde. Ich muss sagen, die Challenge ist schon, ja, relativ teuer, muss man sagen. Aber man kriegt halt auch ein 100%ige Icon. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da jetzt, wie gesagt, gleich auch was Heftiges dabei sein wird. Weil es ja nur die schlechteste, die Baby-Icon sozusagen sein wird. Aber na egal, was soll's. Jetzt müssen wir natürlich hier noch das Team abgeben. Und ja, wir schauen mal kurz. Ich baue das Team mal kurz fertig. So, ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt die letzte Challenge machen, ziehen wir mal kurz die Packs, die wir bei den anderen Swapping-Challenges noch bekommen haben. Und zwar kriegt man, glaube ich, seltene Spielersets. Ne, hier, das sind die. Was? Da ist nur einer drin? What the fuck? Ich dachte, da wäre mehr drin. Ein seltener Goldspieler. What the fuck? Was ist das denn? Für eine Verarsche. Okay, wir hauen einfach mal die beiden Packs kurz raus. Hey, ich dachte, da wären mehrere Spieler drin. Ja, come on, ey. Das ist noch nicht mal ein Wendespieler. Ich dachte, da ist jetzt irgendwas Heftiges drin. Das kann doch nicht ernst sein. 76er Markovic. What? Junge, ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Pack mit 12 Karten oder so. Da kriegen wir eine Karte da drin. Was ist das denn? Das ist hier die absolute Verarsche schon wieder, Leute. Okay, ein Pack haben wir noch. Ey, ich glaub's ehrlich nicht. Aber naja, okay, was soll's, kann man nichts machen. Jetzt mal ehrlich, Alter. Da hätten die jetzt mal wirklich nicht so geizig sein können. Nicht mal ein Wendespieler von beiden. Ey, das gibt es doch nicht. Komm, wenigstens mal so ein 81er, 82er oder so. Es ist... Och, 79, Digga. Sanson. 79. Was ist das? Ich dachte, die Packs wären ein bisschen geiler, aber naja, dann müssen wir jetzt die ganze Hoffnung aufs Icon-Pack legen, Leute. So, Leute, das ist das Team, das ich jetzt für diese letzte Challenge abgebe. Eigentlich viel zu gut, aber das Ding ist, diese ganzen Spieler hier, die Path to Glory kann, waren eh alle untradable. Das heißt, konnte ich eh nicht verkaufen. Von daher, ja, eigentlich eh nicht so wichtig. Und so geil sind die Karten jetzt auch nicht, muss man ehrlich sein. Außer Milinkovic-Savic hier, aber naja, scheiß drauf, Alter. Ich hoffe mal einfach, dass er jetzt eine absolut heftige Icon dafür drin sein wird. Weil ich habe jetzt echt gute Spieler, muss ich sagen, dafür abgegeben. Deswegen erwarte ich mir da jetzt einiges. Basis-Icon-Upgrade. Wie gesagt, eine 100%ige Icon ist da drin. Aber wie gesagt, es ist die Baby-Icon. Das heißt, die Lowest-Rated-Icon, die man überhaupt bekommen kann. Haben wir wieder so ein... Ja, wir haben wieder ein so ein seltenes Spielerset bekommen. Das machen wir vorher auf. Ey, bitte, EA, wenn ich da jetzt nur eine Kack-Icon wieder drin ziehe, dann war das hier die größte Verarsche aller Zeiten. Dann lohnt es sich nicht. Aber ich glaube, ich werde euch davon in den nächsten... Oh, Harit. Junge, den zieht man in jedem zweiten Pack.
Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Ich sag's euch, wenn ihr weiterhin diese Icon-Pack sehen wollt, Leute, eskaliert jetzt mit den Likes und alle Hashtag Icon in die Kommentare, dann werde ich euch auf jeden Fall noch mehr von diesen 100%igen Icon-Packs raushauen. Alter, wie heftig ist das? Garantiert eine Basis-Icon, niedrigste Gesamtversion der Icon-Spieler. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Hulle ziehen, wäre es nur der 86er oder so. Egal, ich hoffe mal, wir ziehen einen, die wir vielleicht noch nicht gezogen haben. 3, 2, 1, ab geht's, Alter. Junge, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Ein 100%iges Icon-Pack. Wie heftig ist das? Junge, come on, Alter. Hau was Gutes raus, Frankreich, ZOM. Wer ist das, Petit? Ist es Petit? Es ist Leblanc ist es. Was für Petit? Es ist Laurent Blanc, 85er rated. Ja, weiß ich nicht. War das jetzt heftig? Blanc als 85er. Das Ding ist, die Innenverteidiger-Version ist halt heftig. Kaum einer spielt in dem Mittelfeld. War das jetzt heftig, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein, wenn ihr denkt, das war heftig. Oder Hashtag nein, wenn ihr meint, das war nicht so heftig. Egal, Leute, aber wie heftig ist das bitte? Eine 100%ige Icon. So ein Pack gab es einfach noch nie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt nochmal komplett mit den Likes eskalieren würdet, Leute. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es öfter sehen wollt, mache ich gerne noch mehr von diesen Challenges für euch. Ich bin da gehypt drauf. Die gehen noch 13 Tage, Leute. Und ich habe schon so überlegt. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass EA das Ganze so macht. Als erstes kommt jetzt ein 100%iges Icon-Pack für die Baby-Icon. Danach wird es ein 100%iges Icon-Pack geben für die zweite, für die mittlere Icon. Und zu guter Letzt, zum Schluss, gegen Ende von FIFA 18, wird es dann 100%iges Prime-Icon-Pack geben. Ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Aber ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das Ganze geht. Weil das würde halt passen. So könnte man dann die ganze Reihe weiterführen. Und ja, deswegen wird es also dieses Jahr noch einige Icons auf meinem Kanal geben, Leute. Ich bin gehypt auf diese Packs. Und wie gesagt, wenn ihr es aussehen wollt, lasst ein Like da, Leute. Ja, Laurent Blanc ist so, ne? Ey, komm, ist eine Icon, Mann. Darüber kann man sich nicht beschweren. Icon ist Icon, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Am Anfang habt ihr noch die Packs von Ideals gesehen. Jetzt hier noch eine Icon zum Abschluss. Was will man mehr, Leute? Checkt jetzt, wie gesagt, noch gerne meinen Shop aus. Denn ab heute gibt es, wie gesagt, als Oster-Special 2 neue Hoodies, die ich euch jetzt hier nochmal einblende. Und das Oster-Special. Zu jeder Bestellung, wenn ihr einen Hoodie bestellt, kriegt ihr noch eine gratis Autogrammkarte, wie immer, ist natürlich klar. Und eine gratis goldene, limitierte Nice-Tasse dazu, die es nur jetzt zu Ostern gibt. Ich muss sagen, die sieht echt fresh aus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Bock drauf, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, Link zu meinem Shop ist oben in der Beschreibung. Und ihr wisst es, so sehen natürlich die Autogrammkarten aus. Ihr wisst es, in Blau, in Rot und natürlich auch in Grün und in Orange natürlich auch. Natürlich gibt es die Hoodies auch in Blau, in Grün und in Rot. Also mal gerne abchecken. Link ist oben in der Beschreibung. Wir sehen uns heute Abend wieder, Leute. Seid gespannt, heute Abend werden ja wahrscheinlich auch neue Packs kommen, neue Karten. Wird so gegen 21:30 Uhr, denke ich mal, ein Pack-Opening geben. Also bis heute Abend, macht's gut und ciao.